Ja, hallo und willkommen zur dritten Folge von Let's Play Visage. Ja, hier hatten wir letztens dieses wunderschöne, super gruselige Geistermädel entdeckt. Und ich hatte jetzt schon mal kurz nur weitergespielt und habe festgestellt, wir können tatsächlich sterben. Und zwar in diesem Fall, wenn die Kleine uns erwischt. Deswegen habe ich jetzt nochmal unseren Spielstand hier geladen und werde das in Zukunft so machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt öfter dahinscheiden werde. Dass ich dann an der Stelle dann immer schneide, einen kleinen Kill-Counter für euch machen, damit ihr seht, wie jämmerlich ich gescheitert bin. Und das dann entsprechend zusammenschneide, bis man endlich mal weitergekommen ist. Gut, so viel zum gedachten Vorgehen. Jetzt suchen wir die Kleine. Ich habe nebenbei herausgefunden, wie sie heißt. Sie heißt Lucy. Und ich muss jetzt leider aber gestehen, Lucy ist ein etwas gruseliges kleines Mädchen. Und wir folgen ihr mal hoch. Wie gesagt, sie hat mich schon jetzt mehrfach erwischt gehabt. Ich habe aber die Spielstände gelöscht und nochmal hier angesetzt. Im Zweifelsfall werdet ihr das höchstwahrscheinlich auch noch erleben dürfen, wie die Kleine mich gleich fertig macht. Ja, ich glaube, da hoch mussten wir auch, wenn ich mich recht entsinne. So. Ja, ich gebe zu, ich habe vor ihr Schiss. Ich hoffe, sie kommen mir jetzt nicht gleich wieder entgegen. Okay, hier sehe ich. Wo? Ich habe Angst. Ich will nicht schon wieder sterben. Okay. Was? Ich habe Angst, habe ich gar nicht gesagt. Das habe ich nur laut gedacht. Ich würde gerne, dass mein geistiger Gesundheit sich regeneriert, weil ich hier so schön im Licht stehe. Auch nicht cool. Das hatte ich letztens. Weg, 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 weg. Ich will nicht, dass sie mich kriegt. Ging sie nicht durch den Schrank irgendwo? Da. Scheiße, scheiße, wo ist sie? Wie gesagt, ich habe Angst vor ihr. Und ich behaupte auch, ich darf vor Angst vor ihr haben. Immerhin ist sie gruselig und böse. So. Eigentlich dachte ich letztens, ich bin hier lang gegangen. Das ist aber offenbar massiver Irrtum. Oder auch das Spiel ist so genial, dass es sowas berücksichtigt und es random ist. Wie gesagt, eigentlich. Oder ich muss die Tür zumachen. Die war nämlich letztens zu, als ich den letzten Spielstand gemacht habe. Und da ging es dann eigentlich weiter. Ja, machen wir jetzt wieder hoch. Auch das klingt nach so einer doofen Idee. Das klingt wirklich nach einer doofen Idee. Ganz normal. Achso, die ist richtig kaputt. Geil. Wie gesagt, ich schaue jetzt erstmal kurz ab, wo das Licht ist. Wie hatte ich das denn letztens geschafft, dass ich hier weiterkam? Gott sei Dank überhaupt nicht gruselig. Diese super gruseligen Stimmen hier. Kann ich hier eine Glühbirne reinsetzen? Eine Kerze? Nein, nix. Hoppla. Habe ich die zugemacht? Das klemmt? Das ist neu. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt unseren Weg durch die absolute Dunkelheit. Wow.
Okay. Das ist für mich neu. Aber ich kann jetzt mittlerweile raus. Ah, und jetzt. Das hatte ich vorhin gesucht, das rote Leuchten. Da war ich nämlich letztens und eigentlich bin ich erst nach dem roten Leuchten gestorben. Wollte gerne vermeiden, dass das jetzt schon eher passiert. Ja, überhaupt nicht gruselig. Oh, ich laufe die ganze Zeit auch gebückt. Okay, gut. Ist auch so toll, dass die Animationen so schön unglaublich langsam sind, dass man ja keine Chance hat. Gut. Guilt, also zur Schuld. Ich liebe dieses Rennen, was kein Rennen ist. Vor allem, echt, das sieht ja hier so richtig. Ja gut, natürlich ist es vielleicht übertrieben, weil es regnet. Aber an sich ist das eine schöne Gegend verglichen mit dem Haus. Ein bisschen creepy sind natürlich die ganzen Kuscheltiere, die hier überall rumliegen. Cool gemachter Lichteffekt. Ja. Oh, wie süß, ein Riesenteddy. Cheese. So. Ganz ehrlich, manche davon sehen richtig knuffig aus, also. Können wir fast mitnehmen, wenn man es könnte. Ja. Tiere erinnern mich auch sehr gut. Ich bin ja froh, es sind 7 Minuten vergangen und ich bin noch nicht gestorben. So. Ja. Hier erinnere ich mich sehr gut, die kleine Geschichte, das ist Lucy. Der Fernseher hat mit ihr gesprochen. Und dann auch noch das Radio. Ja, dann hat sie das dunkle Wesen verfolgt. Ja, und ab hier komme ich jetzt eigentlich nicht mehr ganz klar, wer das sein soll. Ist immer noch Lucy, die aber dann nicht mehr glücklich ist. Vielleicht heißt das, sie ist besessen. Ja, das Wesen hat dann das Baumhaus hier irgendwie heimgesucht. Und so wie es aussieht, Besitz von ihr genommen. Interessant war, ich kam hier auch nicht mehr runter, das ist anscheinend noch so gedacht. Hab dann gesucht. Oh cool, ein Auge. Hab dann gesucht und hab dann, lasst mich nicht lügen, hinter dem Bild, ja, den Schlüssel gefunden. So, weg damit. Und mit diesem Schlüssel konnte ich dann das hier öffnen. Gut, ich muss ihn erst ausrüsten. Das sollte ja nicht so das Problem sein. Da ist er. Ich kann das hier nicht verwenden, klar. Ah, okay. Ich muss es vorher anschauen. So, und hier haben wir ein fehlendes Bild oder so ähnlich. Das verstehe ich auch nicht ganz. Lucy, die eine Spritze bekommen hat. So, und jetzt geht's los. It's bad, Lucy. It has to go away. Don't tell anyone, Lucy. Me and you. You're trying to get to help you. It's not what it seems, Lucy. Your parents wouldn't understand, Lucy. Only you can understand. They're good at Lucy. Do it, Lucy. Do it. They're good at Lucy. Ja. Zack. Zack. Allerdings verstehe ich nicht genau, was er sagt. Irgendwas mit Lucy? Do it, Lucy. Do it, Lucy. Do it, Lucy.
die Stelle fand ich voll krass. Ja, dieses Aufwachen erinnert mich auch noch. Das war kein schönes Aufwachen, denn ihr seht, der Geist oder die Kleine oder die besessene Kleine, wie auch immer, hat uns die ganzen Lichtschalter geklaut. Wir rennen hier ohne Lichtschalter rum. Wir müssen jetzt hier irgendwie einen Weg rausfinden. So, und das ist der Punkt, wo ich nicht mehr wirklich weiterkam. Ah, das ist die Vorratskammer. Ah, der Lagerraum. Dynamische Gegenstände tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Okay. Aber auch hier hat die Kleine geklaut. Ups. Mein Feuerzeug ist fast leer. So ein super Zeitpunkt, da wo es dunkel ist. Ja, der Verstand nimmt rapide ab. Ich muss ans Menü. Links. Okay. Kann ich das Feuerzeug mal irgendwie ablegen? Holla, schön. Geil, gehen wir jetzt ohne Licht hier lang, ne? Nur mit der Kamera bewaffnet. Durch die absolute Dunkelheit. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehe. Von hier kam ich gerade, oder? Okay. Ja, ich kann nichts machen. Scheiße, irgendwo ist sie. Ich weiß noch nicht wo. Ich renne jetzt einfach wie wild durch die Gegend. Ich hoffe, dass mich niemand erwischt. Hau ab. Es ist schrecklich, wenn man kein Licht hat, Leute. Das ist so gemein. Shit, ich höre sie rumstehen. Nur wo? Wo kann ich hier überhaupt lang? Ich habe so das Gefühl, ich renne von einer Wand zur anderen. Wenn sie langsam, ganz langsam näher kommt. Oder ich nehme mich außersehen ihr. Hier stand ich so eine Tablette nehmen. Hat überhaupt nichts gebracht. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte doch gerne nur, Leute. Lagern, genau. Eine Glühbirne. Hilft mir natürlich ohne Lichtschalter herzlich wenig. Lagern wir.
So. Nix drin. Gut, fassen wir zusammen. Wir haben kein Licht. Ich könnte zumindest die Kamera mal ausrüsten. Links lagern, aufnehmen. Ich will ja gar nicht in der Dunkelheit rumstehen. Ja, kann ich jetzt nicht verhindern, Leute. Das. Diese 3 Sekunden Licht, die man hat, wenn sie überhaupt zu viel sind. Ja. Dann kommen wir weiter. Hier ist eine Kerze. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ich sag, hau ab. Toll, ich renne ja eigentlich auch so jetzt entgegen. Ein Feuerzeug. Ich will es aufheben. Warum nicht? Scheiße, hört immer noch die Geräusche nur. So. Da kann ich nicht meinen linken Handgegenstand fallen lassen. Das ist doch blöd. Kann ich nicht irgendwie meinen so links halten, untersuchen? Ich möchte gerne das Feuerzeug fallen lassen. Jetzt müssen wir kurz in die Steuerung schauen. Gehen, rennen, ducken, Hand wechseln. Ha! Ja. Hat auch nichts gebracht. So. Okay. Gut. Ab durch die Mitte. Oh! Oh, Mistvieh. So, kurze Rekapitulation, was passiert ist, weil leider hat es das nicht aufgenommen. Ich bin den Weg hoch in Lucys Zimmer. Da war. Machen wir es kurz an. Ups, gehen wir wieder rein erstmal. Und da habe ich dann hier eine offene Tür gefunden. Oder besser gesagt, ein Poster, das habe ich zerfetzt. Und dahinter war diese Öffnung. Und das habe ich jetzt hierher geführt. Und ja, ich würde sagen. Jetzt wird's so richtig ernst. Willkommen, gruseliger, dunkler Raum mit 1000 Käfigen. Willkommen, Feuerzeug. Oh, willkommen, noch ein Feuerzeug. Ich hatte leider so viele Feuerzeuge kriegen, heißt wohl, dass wir jetzt viel mit der Dunkelheit rumhantieren werden. Und ich höre sie die ganze Zeit schon stillen. Und frage mich gerade, wo ist das liebe Mädchen?
Ich finde sie ja persönlich nicht so lieb, aber okay. Okay. Poster. Irgendwo hier sie. Obwohl, wir können es offen lassen. Ja, hier irgendwo zu oben stehen. Von die Sackgasse gerannt. Ich bin im Kreis gerannt. Ich würde sagen, das ist witzig, aber ich finde es wenig lustig. Okay, nochmal. So, hier ist definitiv zu. Ich glaube, da sind wir uns einig. Eigentlich ganz gut, dass ich die Dinge aufgemacht habe. Dann sieht man zumindest, wo man war. So, jetzt gehen wir hier nicht rechts, sondern links. Trennen dem lieben, bösen Mädchen wahrscheinlich gleich direkt in ihre untoten Arme. Lalala. Ich hab keine Ahnung. Scheiße! Wow! Was war denn das? Das Problem ist, ich würde es glaube ich gar nicht wissen, oder? Ich habe auf jeden Fall Angst. Ha! Da läuft sie. Oh, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Lagern, Schlüssel, immer gut. Ah! Böses Geistermädchen? Nie gut. Oh, und schnell ist sie, die Kleine. So, was machen wir jetzt? Gut, wir haben den Schlüssel. Ich stehe ja schon hier wieder irgendwo rum. Ist die Frage. Steht hier irgendwo rum? Oder läuft die Patrouille? Ich will sie eigentlich nicht so oft sehen. Ich habe unglaublich Schiss vor ihr. Die Kleine ist gruselig, ey. Die Kleine. Nein, das Licht lassen wir an. Haben wir uns darauf geeinigt. Jetzt ist die Frage, ist es clever, wenn ich hier lang gehe wieder? Oder steht sie da rum? Boah. Ich muss das Spiel vielleicht echt mal auf heller stellen. Ich habe das Gefühl, ich sehe gar nichts. Da läuft sie. Vielleicht können wir sie beobachten, wo sie langlatscht. Okay, ich glaube, sie nähert sich. Oh, hat er da noch? Wo ist er? Ich habe doch einen Schlüssel aufgesammelt. Ja. Oh je, das wird nicht besser, Leute.
Das wird nicht besser. Nebenbei, ich finde es ja voll spannend, ne? Ist ja nicht so. Ich werde es hinter mir. Ich traue mich nicht zu reden. Okay. Das ist ein Holzvögelchen. Nur für den Fall. Nehmen wir links noch eins auf, falls es ausgeht. Puh, der Horror ist noch nicht vorbei. Wir haben auch keine Möglichkeit zu speichern. Okay. Ganz spannend. Fast leerer Raum. Hä? Oh! Jetzt sind alle Türen weg. Krass, 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 krass. Und das Vögelchen ist auch weg. Und da ist sie. Sie frisst ihn. Und anscheinend war sie hier eingesperrt. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Okay. Gehen jetzt mal strategisch hierher und sehen nichts. Oh, vielleicht war sie eingesperrt und hat den Vogel gegessen. Boah, ist das spannend. Tja. Da ist die Tür wieder. Naja, eine der Türen. Oh je. Gehen wir weiter durch ihre Sachen? Oh. Fotoapparat hilft mir gegen den anscheinend. Ich brauche ein Fotoapparat. Aha. Okay. Was ist das? Ich will mein Fotoapparat. Schade, ich habe kein Fotoapparat, aber dort steht ja quasi, ich brauche ihn. Ja, ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Ich habe kein Fotoapparat dabei. Ich habe gedacht, ich brauche ihn nicht. Okay, man hat die Lichter angemacht. Und hier ist es nach wie vor dunkel. Dunkel ist ja gar kein Ausdruck. Oh nein, das ist eine Situation. Oh, Schande. Tja, ich habe kein Fotoapparat, ne? Wahrscheinlich kommt jetzt mein spontanes Ableben wieder. Ja, das ist der Moment, wo ich früher überhaupt gerne hätte, aber ich habe eh keine Chance zu spielen. Oder? Oh, let's see. Also, sie haben mich aus dem Zimmer rausgeschmissen, glaube ich. Bin ich? Ist das der Raum, mit dem er angefangen hat? Aufheben. Kiefer einer Schaufensterpuppe. Okay. Ja, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, mal zu speichern. Oder hol ich noch ein Fotoapparat? Jetzt müsste ich am Keller runter. Der hat ja immer noch alles aus. Wisst ihr was? Ab im Keller. Brauche ich ein Fotoapparat.
Das fühlt sich ja so falsch an. Okay. Gut. Noch nicht? Ich weiß gerade leider nicht. Lagerraum! Meine Kamera! Ja. Gut, meine Hände mögen voll sein, da gebe ich euch recht. So, jetzt aber. Haha! Gut. Ich denke, das ist ein guter Moment, um zu speichern. Ich sage bis nächstes Mal und ja, dann können wir uns gerne weiter gruseln. Bis dahin, tschüss!